Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 9.8.2022. Und unser DAX hatte ja am Vortag hier mit der Knete rumgespielt und sich hier ganz schön zur Seite hin verknetet, vermengt, verglibbert. Und sollte jetzt zum Montag mal versuchen, oben schon mal aus dem Abwärtstrend rauszukommen. Auch die 800 anzustechen und der Gedankengang, den wir in der gestrigen Analyse hatten, war, dass er dann ja erstmal wieder ein bisschen nach unten drehen soll und zum Dienstag jetzt kann er versuchen, das ein bisschen zu formen, ein bisschen besser zu machen, als noch am Vortag das jetzt geklappt hat. Wir haben eigentlich genau das gemacht, was er machen sollte, mit dem einen Unterschied, dass wir eben nicht über die 97 drüber gekommen sind, auch nicht über die 800 drüber gekommen sind. Der ist hier so ein bisschen an der 57 verkümmert. Das ist ja auch eine der wichtigen Marken auf dem Weg nach oben gewesen. Und jetzt bekommt er zum Dienstag halt nochmal die Chance, sich rauszustrecken. Also kriegt er auch wirklich. Ich würde noch eine Option sehen, wie er den Dienstag, ich sag mal, in eine verlängerte Flagge reinschickt, indem man dann quasi auf die Abwärtswelle jetzt hier auch noch eine wegtritt. Das würde uns dann aber eher Richtung 45 führen. Ja, also zack. Und dann von hier so 40 Punkte und das ist das letzte Tief. Das kann auch ein bisschen tiefer als 45 werden. Das letzte Tief hatten wir hier bei 5,56 stehen. 40 Punkte abgezogen sind 5,20. Also 13.540 bis 13.520 wäre jetzt auf der Unterseite auch noch legitim, wenn er zum Dienstag einfach oben nicht rauskommt. Na, also wenn er zum Beispiel ein kleines Aufwärtsgap bringt und er drückt sich dann eher nach unten und zeigt gar keinen Willen, oben rauszukommen. Dann würde ich ihn eher Richtung 45, 25 sehen, dass er einfach noch den Dienstag nutzt, um die Flagge, die er hier angefangen hat, einfach noch ein bisschen zu verlängern über dieses Hoch hier, dass er die quasi so rausschiebt hier. Und wenn er natürlich nach oben hochdrückt und sich über 700 etabliert, bekommt er schon auch gute Karten hier oben rauszukommen und in bisschen neue Gefilde vorzustoßen. Ja, also 800, 865 und dann dürfte jetzt sogar tatsächlich dann auch schon die 1369 einlaufen. Wenn er sich viel Mühe gibt, das wird er natürlich zum Dienstag nicht schaffen. Es ist momentan ein bisschen Sommerloch. Man merkt es auch, sind relativ viele Leute gar nicht da. Sitzen im Urlaub, sitzen am Strand, sitzen am See, auf jeden Fall nicht am Computer. Demzufolge ist das Volumen auch relativ dünn. Hindert unseren DAX aber bekanntermaßen auch nicht, eine Strecke durchzuziehen. Ja, also der kann auch unter geringem Volumen hoch oder runter. Da sitzen viele immer da und sagen, naja, das ist doch dann nicht nachhaltig, aber ist es am Ende immer doch. Von daher brauchen wir uns um das Volumen nicht so viele Gedanken machen. Wichtig ist der Kurs, wie er verändert wird. Und der wird oberhalb von 13.750 definitiv Short-Positionen unter Druck setzen aus den letzten Tagen, Wochen. Und das wird man mit weiterem, ich denke mal, mit weiteren Anschlusskäufen dann auch sehen und belohnen. Na, das sollte bloß am Montag noch nicht klappen. Hatten wir aber so auch einen Plan, dass er über 97, 800 mal kurz rübersticht und dann wieder zurückläuft. So war ja die Idee gewesen. Und hat er halt ein bisschen tiefer gemacht, ist aber vollkommen okay. Ist auch nicht so dramatisch, wie er zurückgekommen ist. Ist ja letztendlich nur auf den Vortagesschluss wieder zurückgefallen. Vollkommen legitim, vollkommen okay. Jetzt muss er halt weiter drücken, über die 700 wieder raus. Dann hat er hier oben erstmal wieder freie Zone zum Austoben. Auch das Gap können dazu machen. Und wie gesagt, wenn das nicht der Fall ist, dann zum Beispiel ein kleines Aufwärtsgap und dann drückt sich runter, würde ich die 5,40 bis 5,20 sehen. Und wenn die nicht halten sollte, dann ist hier unten erst wieder 4,45 bis 400 interessant. Ja. Aber sieht eigentlich momentan relativ ruhig hier auf der Oberseite aus. Also, ich würde damit das Video hier jetzt schon zumachen, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.